Meine lieben Freunde, wir müssen reden, und zwar über den Macheten Manchadi, den geisteskranken Brandstifter. Er ist Asylant seit 2015. Das Ganze ist passiert in Essen, mitten im Ruhrgebiet. Ruhrgebiet? Richtig, eine schwarz-grüne Regierung vom Erlkönig der CDU-Politik, von Wüst. Was das alles bedeutet, was ich dazu denke, darüber reden wir jetzt. Ja, meine lieben Freunde, mein Name ist Chris, ich bin freier Journalist, und wenn ihr neu hier seid, lasst gerne ein Abo da, dann erfahrt ihr alles, was in Deutschland so Schlagzeilen macht. Manchmal findet ihr diese Sachen gar nicht so in den allgemeinen Medien, in den großen Medienhäusern oder im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, spielt das nicht so die Rolle. Warum? Weil es politisch nicht gewollt ist. Ja, und auch Nancy Faeser, unsere Bundesinnenministerin, hat ihre Textbausteine wieder sortiert, hat ihr Beileid bekundet, hat ihr Bedauern ausgedrückt, hat wieder mal etwas von Härte fabuliert. Was sie aber vergessen hat, war zu erwähnen, dass der Machetenmann ein Syrer war, Asylant, seit 2015, seit 9 Jahren in Deutschland. Ja, und auch er ist wieder ein Beispiel dafür, dass es nicht ganz so einfach ist, Menschen mit einer anderen Sozialisierung hier bei uns zu integrieren. Er war sogar zwischenzeitlich selbstständig. Er hat sozusagen einen Beitrag geleistet. Aber dann, wenn es Probleme gibt, greifen sie eben auf ihre angestammten, rudimentär verankerten Gewohnheiten zurück. Und das bedeutet Machete, Benzinkanister und erstmal versuchen, alles umzubringen, was einem nicht so in den Plan passt. Ihr glaubt, ich übertreibe? Nicht ganz so. Denn genau so wird diese Tat geschildert, und jetzt ist man sogar dabei, es noch mehr aufzubauschen. Ihr wisst warum? Der Arme ist offensichtlich geistig verwirrt. Ja, so kann man das dann jedes Mal benennen. Er ist verwirrt, und sehr schnell sagt man, es ist kein politischer Attentat. Nun brennen Häuser anders, wenn es politisch konnotierte, wenn es politisch motivierte Attentate sind. Nein, dahinter steckt ein Mensch, der zu uns gekommen ist vor 9 Jahren und der jetzt hier völlig aus dem Ruder gelaufen ist. Und wozu greift er? Zur Machete. Das heißt also, es ist symptomatisch. Klar kann man jetzt sagen, sowas könnte auch einem Deutschen passieren. Ja, vor allen Dingen dann, wenn dieser Deutsche Migrationshintergrund hat. Denn dann reden wir über einen Deutschen. In dem Fall hier ist es so, er hat noch keine deutsche Staatsbürgerschaft und sollte sie auch nicht bekommen. Denn Schadi ist nicht das, was wir einen wertvollen Bestandteil unserer Gesellschaft nennen. Aber es geht mir gar nicht darum, dass wir wieder einen syrischen Machetenmann, Messermann, Messerstecher, potenziellen Attentäter, potenziellen Mörder haben. Nein, es geht darum, wie die Politik auch damit wieder umgeht. Verlautbarung, Beileidskundgebung, tiefes Bedauern wird geäußert, getan wird nichts. Denn es passt nicht zum, und jetzt beleihe ich wieder dieses blöde Wort des Narrativs, aber es ist so, wir haben derzeit mit der Ampelregierung eine weichgespülte Linke, romantisierte, ideologisch auf dem Willkommen bei uns Partei Konstellation an der Regierung, die in dieser Konstellation alles tut, um uns klarzumachen, wie wertvoll jedes Leben ist, was zu uns kommt, wie wertvoll jeder Mensch ist. Und hier wird dann eben nicht von Glücksrittern gesprochen, von potenziellen Attentätern, sondern von Fachkräften. Und inwieweit diese Fachkräfte aber trotzdem schwierig zu integrieren sind, das sehen wir an diesem Fall. Was mich jetzt interessiert ist von eurer Seite, wie seht ihr diese Attentate als solches, die ja nun gehäuft auftreten? Wie seht ihr die Reaktion der Medien darauf? Denn dass das ein Syrer ist, da musst du lange suchen, bis du das mitbekommst, dass es sich wieder um einen jener Nationaltypen handelt, die zu uns kamen, weil sie irgendwann gesagt haben, zu Hause geht es uns ganz so schlecht, und die jetzt dafür sorgen, dass es uns hier nicht ganz so gut geht. Denn nochmal, das ist in Essen passiert, im Ruhrgebiet. Das heißt, wir sind hier mitten im Herzen von Deutschland, wo wir uns damit auseinandersetzen müssen, dass Machetenmänner am helllichten Tag durch die Stadt fahren und anfangen, Häuser anzuzünden, nur weil ihnen persönlich es nicht gefällt, wie die eigene Frau sich verhält und dass sie unter Umständen eine Beziehung beenden will. Denn das ist ja der Punkt. Es geht mir gar nicht darum, dass wir nur islamistisch geprägte Weltverbesserer haben. Die haben wir bei uns auch. Im linksextremen Lager, wo es darum geht, Polizisten zu klatschen. Die treten nur wahlweise mit dem Hammer auf, weniger mit der Machete.
Aber dass Gewalttaten politisch motiviert sind, das kennen wir. Aber hier sehen wir jetzt, wozu ein, jetzt nennen wir ihn mal einen normalen Bürger, wozu er greift, wenn er persönlich sich von einer Frau zurückgesetzt fühlt. Dass er glaubt, dass er Freunde und Bekannte, denn das waren die Häuser, die er angegriffen hat, das waren die Personen, die er angegriffen hat, dass die eliminiert werden müssen, dass hier Sachen zerstört werden müssen, nur weil er eine persönliche Zurückweisung erfahren hat. Selbstverständlich kann das auch Hans, Franz, Peter oder Klaus passieren. Aber denkt mal drüber nach, diejenigen von euch, die etwas älter sind. Wie viele Hans, Franz, Peter oder Klaus habt ihr in den 70er, 80er, 90er Jahren erlebt, die Machete schwingend auf die Bevölkerung losgegangen sind und dabei den Tod von kleinen Kindern billigend in Kauf genommen hätten? Ja, und genau das ist der Punkt, den ich hierbei ansprechen möchte. Es geht nicht darum, dass so etwas nicht auch Hans, Franz, Peter oder Klaus passieren kann. Es geht darum, dass die Wahrscheinlichkeit sich dramatisch erhöht hat, seit wir diese kulturelle Bereicherung, Grüße gehen raus an Katrin Göring-Eckardt, erfahren haben. Dass wir Menschen zu uns geholt haben, die mit ihren Verhaltensweisen, mit ihrer Sozialisierung unseren Kulturkreis bereichern. Denn damit haben wir eine ganz andere Qualität auch in unseren Kriminalstatistiken auf einmal zu betreuen. Denn es gibt einen Grund, warum Messerattentate, und da gehört die Machete bei Hieb- und Stichwaffen dazu, warum wir die jetzt mittlerweile separat ausweisen. Und es gibt auch einen Grund, warum manche Menschen jetzt relativ schnell eingebürgert werden. Weil dieser Hütchenspielertrick sorgt dafür, dass wir dann neben Hans, Franz, Peter und Klaus Ahmed, Mohammed auf der Seite derer haben, die hier als deutsche Attentäter, deutsche Straftäter geführt werden, weil sie über ein Ausweisdokument verfügen, in dem steht, dass sie die deutsche Staatsbürgerschaft besitzen. Ja, meine lieben Freunde, ich wollte euch nur etwas über Shadi erzählen. In einem weiteren Video werden wir uns dann morgen damit beschäftigen, wer denn in Nordrhein-Westfalen das mit zu verantworten hat. Und ich kann euch eins garantieren, ihr solltet jetzt den Kanal abonnieren, denn das wird eine ziemlich drastische Nummer, wenn wir sehen, wie hier sehr schnell zur Tagesordnung übergegangen wird und wie lax der Ministerpräsident hier mit der Fachministerin umgeht. In diesem Sinne gibt es jetzt für euch in gewohnter Weise nochmal etwas auf die Ohren. Ihr wisst es, Rechtsempfinden wird mittlerweile zu einem Ohrwurm. Viel Spaß! Einst ein Land der Vielfalt, Wohn- und Meinungen verstummen, muss es jetzt Stimmen geben, die auf Traditionen bauen. Familie, Sicherheit, das Herz der Heimat tief. Die Werte, die uns tragen, sind es, woran ich glaub und lieb. Wo links die Stimme lauter, braucht es rechts den Klang. Demokratie lebt davon, dass jeder sich äußern kann. Heimat, Liebe für den Ort der Wiege. Klare Kante gegen allzu linke Triebe. Ein Gleichgewicht der Kräfte für unser Land so klar und sicher. Deutschland. Rechtsempfinden, eine Stimme für das Land. Für die Wurzeln, für die Heimat reichen wir die Hand. Traditionen wahren, mit dem Herzen stark und frei. Rechts der Mitte, in der Balance, da sind wir mit dabei. Sicherheit und Ordnung, das Fundament der Zeit. Ein Ort, wo Kinder wachsen in Geborgenheit. Wo man die Heimat schätzt, mit dem Mut Grenzen zu bauen. Respekt vor allen Kulturen, doch auf Vorsicht vertrauen. Wo links die Stimme lauter, braucht es rechts den Klang. Demokratie lebt davon, dass jeder sich äußern kann. Heimat, Liebe für den Ort der Wiege. Klare Kante gegen allzu linke Triebe. Rechtsempfinden, eine Stimme für das Land. Für die Wurzeln, für die Heimat reichen wir die Hand. Traditionen wahren, mit dem Herzen stark und frei. Rechts der Mitte, in der Balance, da sind wir mit dabei. Nicht extrem, doch klar und fest, so werden wir immer stehen. Für die Werte, die uns einen in die Zukunft gehen. Ein starkes Land, ein freies Land, das ist unser Ziel. Im Herzen von Europa, doch nicht völlig fremdbestimmt. Mit einem Selbstwert, den uns niemand nimmt. Rechtsempfinden, eine Stimme.
immer für das Land, für die Wurzeln, für die Heimat reichen wir die Hand. Traditionen waren mit den Herzen stark und frei. In der Mitte, in der Balance, da sind wir mit dabei. Unser Kompass, unser Licht, für das Land, das wir lieben, für die Heimat, die uns schützt. In der Einheit, in der Vielfalt, finden wir den Weg. Demokratie in der Balance, da sind wir mit dabei. Habitat, Lebensraum Deutschland. Klare Kante, weil wir hier zu Hause sind.